Moin ihr Lieben, heute gibt es bei mir Pasta alla Norma, ein sizilianisches Gericht mit Auberginen. Das Gute an diesem Gericht ist, dass es wieder nur ganz wenige Zutaten sind und wenn man die aber richtig macht, dann wird es unfassbar lecker. Der Star des Ganzen sind die Auberginen. Und die schneide ich erstmal in Scheiben und salze sie ein. Ihr habt euch von mir mehr vegetarische Rezepte gewünscht und da Nudeln glücklich machen und ich kann ja ein bisschen Glück im Moment gebrauchen, dachte ich, das Gericht ist genau das Richtige. Die Scheiben werden jetzt auf dem Brett verteilt und dann kommt eine ordentliche Menge Salz drauf. Das Salz sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit rausgezogen wird und ich habe immer das Gefühl, dass die Bitterstoffe auch gleich mit rausgehen. Ich finde, dass Aubergine ein super faszinierendes Gemüse ist, weil es kann so lecker schmecken und auch so scheiße. Wenn es so super hart ist und so komisch bitter schmeckt. Uff. Aber wenn man sie ganz soft hinkriegt, dann ist es einfach ein Gedicht. Einmal wenden bitte. Jetzt muss das Ganze erstmal eine Weile stehen bleiben. So, die Auberginen haben jetzt schon richtig abgeschwitzt, ungefähr eine halbe Stunde. Dann kümmere ich mich nun um die Soße und die ist wirklich super einfach. Wir brauchen nur Knoblauch und Tomaten, fast. Übrigens habe ich das Gericht mal mit einem italienischen Freund von mir gekocht, Alessio hieß er. Und ich muss sagen, wir haben uns echt gut verstanden, außer wenn es ums Thema Essen ging, weil er natürlich die ganzen Gerichte von seiner Nonna kannte. Und gerade bei Pasta alla Norma haben wir uns echt ein bisschen gestritten über die Zubereitung. Ich mache es heute, glaube ich, auch ein bisschen falsch, aber immerhin habe ich Ricotta-Salata besorgt. Das ist ein gereifter, fester Ricotta, den man reiben kann und der muss auf diese Pasta. Ihr könnt auch normalen Ricotta nehmen, aber dann ist es nicht original. So, zurück zu den Knoblauchzehen. Die schneide ich einfach in feine Scheiben. Alessio hat sogar nur die Knoblauchzehe kurz mit in die Soße gegeben und dann wieder rausgenommen, nur dass der Knoblauch einmal die Soße küsst. Aber ich stehe voll auf Knoblauch und ihr steht auch auf Knoblauch, deswegen kommen bei mir zwei Zehen rein. Ich hole mal eine Pfanne. In meine Pfanne kommt gutes Olivenöl und darin wird der Knoblauch jetzt schön angeschwitzt. Nebenbei habe ich schon mal Pastawasser aufgesetzt, weil jetzt geht eigentlich alles ganz schnell. Ich nehme mir ein Stück Öko-Küchenrolle, deswegen ist die Farbe so hässlich und tupfe damit das Salz und das Wasser von den Auberginen. Knoblauch ab in die Pfanne. Wenn der Knoblauch leicht angeröstet ist, kommen die Tomaten dazu. Ich habe jetzt hier stückige Tomaten aus der Dose. Und nehmt da bitte nicht die billigen, weil ich habe festgestellt, dass es wirklich einen großen Unterschied macht geschmacklich. Und gerade wenn man nur so wenige Zutaten hat, dann ist es irgendwie gut, wenn man die einzelnen Zutaten wirklich richtig lecker einkauft. Ihr könnt natürlich auch frische Tomaten nehmen, zum Beispiel im Sommer, die dann häuten und daraus Tomatensauce machen. Ich glaube, das wäre auch richtig italienisch, aber macht auch ein bisschen mehr Arbeit. Ich würze meine Soße jetzt und zwar natürlich mit Salz und Pfeffer. Frischer Pfeffer. Jetzt nehme ich ein bisschen was von meiner italienischen Gewürzmischung. Thymian, Rosmarin, Basilikum. Für den Fedi-Twist ein bisschen Chili. Und wegen den Tomaten ein kleines bisschen Zucker. Gut, was mache ich? Ich hole meine zweite Pfanne für die Auberginen. Heute ist richtig Action hier auf dem Herd. Ich schneide die Auberginen mal in Stücke. Und zwar einfach so grobe Würfel. Das Besondere an diesem Rezept ist nämlich, dass die Auberginen nicht mit in die Soße kommen, sondern frittiert obendrauf und dadurch hat man so eine richtig knusprige, leicht süßliche Komponente und das wird so lecker. Weil Auberginen einfach eine Soße machen, das kann ja jeder, ne? Es ist auch schön, wenn ihr die Soße so ein bisschen einköcheln lasst, dann wird sie irgendwie intensiver und verliert so ein bisschen diese tomatige Säure. Mein Pastawasser kocht, wie immer genügend Salz. Traditionell nimmt man für Pasta alla Norma so kurze Macaroni. Ihr könnt auch Penne nehmen, also quasi dann Penne alla Norma. Aber dann ist es nicht ganz so original, zumindest sagt Wikipedia das. Die muss auch mit. So, bei dem Gericht hat man mal wenigstens ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt hier neutrales Öl, also Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Und da könnt ihr ruhig das billige kaufen, kein kaltgepresstes. Und darin werde ich jetzt die Auberginen frittieren. Das dauert
dauert ein bisschen. Ich packe schon mal meinen Käse aus. Hübsch bist du. Es schmeckt so ein bisschen, als hätte man Pecorino mit Ricotta verheiratet. Gutes Paar. Wir brauchen noch frisches Basilikum. Ein Teil davon tue ich jetzt schon in die Soße und der Rest kommt frisch oben drauf. So, Tülüt, raus mit den Auberginen. Dauert ganz schön lange, bis die knusprig sind. Zweite Charge mache ich noch, aber in der Zeit kann ich ja schon mal anrichten. Ich check mal meine Pasta. Heiß und al dente. Noch ein ganz kleiner weißer Kern in der Mitte, so soll es sein. Guck schnell, Doris, heiß! Kann nicht mehr. Dann hebe ich die Pasta direkt in die Soße. Das habe ich früher nie gemacht, die Pasta mit der Soße vermischt. Was für ein trauriges, trockenes Leben meine Nudeln früher geführt haben. Jetzt ist alles besser. Oh, sieht das schön aus. Unsere Spezialzutat, Ricotta Salata. Leute, ich habe total Bock, das gleich zu probieren. Oh! Ich brauche einen perfekten Bissen mit allem. Das schmeckt so überraschend lecker. Diese fruchtige Tomatensauce und diese knusprigen, leicht süßlichen Auberginen, dazu dieser salzige Käse. Ich hoffe sehr, dass ihr richtig Bock habt, das nachzumachen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sagen Tschüss. Auf die Dinge im Leben, die glücklich machen, wie zum Beispiel Nudeln. Ein sizilianisches Gericht mit Auberginen. Auberginen. Knusprigen? Auberginen. Der war gut.